das war schon unerwartet, dass wir nicht festgenommen wurden, obwohl wir uns vorbereitet haben, psychologisch. Und wir hatten immer einen Rucksack dabei mit bestimmten Sachen. In meinem Dokumentarfilm Courage geht es um drei Schauspieler von einer unabhängigen Theatergruppe in Minsk, Belarus Free Theater. Und diese drei Schauspieler trauen sich, Theaterstücke zu machen über sehr kritische Themen in Belarus. Das sind Folterungs-, das sind Themen über Tabuthemen wie Todesstrafe. Belarus ist immer noch das einzigste Land in Europa, der immer noch Todesstrafe hat. Und ich porträtiere durch diese drei Protagonisten, die letztes Jahr auf die Straßen ging während der Protesten, ist gleichzeitig ein Porträt einer neuen Gesellschaft in Belarus. Das ist ein Film über Generationenwechsel, der sich aus dieser Koma aufgewacht ist. Мы с вами остановились тогда на сцене убийства, да? Просто финальная сцена, она будет сложнее гораздо по структуре. Да-да-да, сначала обнял, пощупал отсюда, потом обошел и начал его сзади. Пока еще нет сзади него. Да, так не торопись, тебе не надо, ты не прыгай, не тащи. Угу, хорошо. Ты же, блин, хозяин положения вообще. Martin. Дальше. I'm doing strike. Научитесь. Главное слушать и запоминать. Понимаете? Understand? Also, ich bin in Belarus geboren. Ich bin in Belarus groß gewachsen. Ich bin Belarusser. Und deswegen, es schmerzt mir, diese Themen. Es ist für mich ein sehr persönliches und emotionales Thema, die mich schon seit vielen Jahren beschäftigt. Und als junger Student, vor gut 12 Jahren, kam ich zum ersten Mal zu diesem Theater. Ich habe zum ersten Mal diese Theatervorstellung angeschaut. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, diese Theatervorstellung hat mich sehr geändert. Weil ich zum ersten Mal begriffen habe, wie ernst, ehrlich und gleichzeitig tief Theater und Kunst mit Zuschauern sprechen kann. Und das war für mich vielleicht einer von Impulsen, damals Film zu studieren. Danach kam ich nach Deutschland, habe hier Film studiert. Und im Jahr 2018 habe mich wieder dieses Thema über diese unabhängige Theatergruppe und über die Rolle von Künstlern in solchen autoritären System wieder angestoßen. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, vielleicht ist es die Zeit, jetzt ein bisschen ernster über dieses Thema zu sprechen. Und dann habe ich angefangen, diesen Film zu drehen. Ich habe es geschrieben. Hast du Pagin geschrieben? Oh Боже, мы у нас? Помню. Я просто даже не понимаю, как это может произойти, все дело. Ну, то есть вот хорошо, даже если в один момент единовременно все выйдут вот так вот в город, и весь ОМОН и вся бронетехника отступит, ну, то есть вот что дальше будет? Ведь потом же еще приедут, ну, как в том же Кобрине. Да, они сложили щиты, все там обнимались, целовались. Ну, и что, и Кобрин стал каким-то независимым. Ну, как это правда, что? Фиг его знает. Die Auswahl von meinen Protagonisten kam mir eigentlich nicht so ganz schwer vor, weil ich mit Dennis, das ist einer von wichtigen Protagonisten im Film, schon in einem anderen Kurzfilm davor gearbeitet hat. Und das war unglaublich ernste und gleichzeitig authentische Zusammenarbeit. Dennis hat vor der Kamera so authentisch durchgelebt. Das war keine gezeigte Arbeit. Er sollte mir nichts vorspielen, nichts beweisen.
Er war so, wie er ist. Und das hat mich fasziniert. Ich habe einen großen Respekt zu solchen Schauspielern. Und dann habe ich ihm gesagt, Dennis, ich möchte gerne einen Film mit dir machen, einen Dokumentarfilm. Und er sagte mir, Alexei, aber warum geht es in diesem Dokumentarfilm? Ja, über dich, über das Theater, über deine Rolle im Theater. Aber ich bin nicht mehr im Theater. Und dann habe ich langsam angefangen zu verstehen, was bedeutet Konsequenzen für solche Tätigkeit. Ja. Und dann habe ich über schwarze Liste verstanden. Ja. Und dann von Dennis bin ich zum Pavel gekommen, diesen Freunde, und von Pavel zu Marina. Und dann habe ich verstanden, diese drei Personen interessieren mich sehr, weil sie gleichzeitig sehr ähnlich und sehr verbunden miteinander sind. Aber von der anderen Seite sind sie sehr unterschiedlich. Jeder von denen hat eigene Schwäche, eine Angst, die nicht so ähnlich ist beim anderen. Und so bin ich dann mit diesen Menschen diese ein paar Jahre durchgelebt. Und ich habe eine große Faszination gegenüber diesen Menschen. Für ihre persönlichen und auch beruflichen Prinzipien. Sie haben alle sofort zugestimmt. Ich sollte sie keinem überreden. Das war eine sehr vertrauensorientierte Dreharbeit. Wir sind jetzt während dieser Drehzeit sind sehr gute Freunde geworden. Und diese Menschen vertrauen mir. Und ich habe für denen mein Herz geöffnet. Und ich glaube, das ist vielleicht uns gelungen, dass der Film so ehrlich und so berührend an Zuschauer ankommt. Мама, это не стоп, хочешь? Набор джентльменов. Так, сколько дней? По кусочку это на один день. 15 кусочков в день. Слушай, я много не буду. Не, может, потом в передаче будут какие-то вас. Ну, да. Я попрошу. Так, трошки я тебе возьму. А паспорт взял? Деньги минимальные уже. Деньги? А у тебя телефон же залочен, да? У тебя нет отпечатка? Вот, и удалить телегу, на всякий. Удалить? Да, я все удалил вообще, все, что можно. И тогда тяжелее восстанавливать данные. Да? Yeah. Если они все-таки ломанут. И стоят на аварийке, видел? Ну, видишь, это, видимо, позвонили из участка, что тут собираются толпы, не знаю. О, вышли. Да. Also hauptsächlich habe ich letztes Jahr während der Proteste gedreht. Davor habe ich noch Recherche gedreht, aber das war keine richtige Dreharbeit. Das habe ich mit einem deutschen Kameramann, Jesse Masuk, gemacht. Aber grundsätzlich, die Dreharbeiten waren August 2020. Порвем вас за детей! Мужики, аукнется вам, аукнется! Подумайте, подумайте! Есть кто-то, кто-то организовали! Судил за организование! Кто мог? Ну он же не ответит вам. Ну если бы его задержали, то телефон у него изъяли. Конечно, телефон не отключен. Ну пусть он здесь. Я тоже звонила сыну, и телефон не отключен. В обычном режиме они не слышат. Скорее всего, они там, да, либо вибрацию поставили, ну потому что ничего. Ich habe immer auf mich versucht, die Aufmerksamkeit zu ziehen, damit meine Kamerafrau ruhiger drehen kann. Aber natürlich, Wort ruhig passt zu dieser Situation nicht. Wenn du drehst und ständig Gas, Blendgranaten, Gas kommt, es ist keine normale Umstände für Drehen. Aber hier muss ich ehrlich sagen, das war einfach eine militärische Aufnahmezustand. Das war eigentlich sogar keine richtige Dreharbeit. Das war einfach die Situation kurz vorm Krieg, also eigentlich ist das ein Krieg gegen ein eigenes Volk, was dieses Regime führt. Und
Ich habe keine Antwort, wie wir nicht festgenommen wurden. Tatsächlich wurden wir oft mit meiner Kamerafrau in solche Situationen gesteckt, wo wir kurz vor der Festnahme waren. Wir wurden schon in bestimmten Bussen gezogen, wir wurden schon vom Wasserwerfer geschossen gegen unsere Kamera bzw. Mikrofon. Und es gab nur einfach einen zufälligen Bus, der das gesehen hat und hat sich quergestellt gegen diese Mondtruppen, dass wir abhauen können. Also es gab sehr viele Momente. Natürlich kann ich jetzt nicht alle so offen die erzählen. Вопрос, они сами решают, кто сказали, что наверху вопрос. Слушайте, но они тоже оценивают ситуацию и бьют. Кто? Начальство или они? Какая мне разница? Они всегда на службе. Они должны уважать народ. Что вы мне лично хотите предъявить? Мы вам просим не выполнять преступные приказы. Вот и все. Тише, не надо. Нет, просто я пытаюсь нормально. Когда вам дают приказы, обдумывайте их. Все, давайте расходитесь. Wir haben gedreht im kleinen Cinemascope, wir haben das normal flat gedreht. Mir war wichtig, dass dieser Film einen cineastischen Look hat. Ja? Für mich Cinemascope bietet so eine Möglichkeit, dass du mehr auf den Bild konzentrierst. Ja? Man hat diese Breite, man hat diese Geschlossenheit und wenn man in einer sage ich, in ein autoritäres System dreht, mir gefällt dieser, oder passt das sehr gut, dieser Balken von Cinemascope. Als ob du irgendwie von jeder Seite irgendwie ungemütlich sich fühlst. Ja? Du bist immer irgendwie im Rahmen gesetzt. Und für mich, das wäre viel besser als Vollformat. Ja? Vollformat gibt diese Freiheit. Ja? Aber ich wollte diese Umstände bauen. Иду домой, никого не трогаю. Подходят два мужика, стреляют сигарет. Ну, они просто бухнули где-то, все нормально. Пьяные? Ну, такие относительно, что более или менее. В итоге, пока давал сигарету, все, я уже мордой в полу, меня дубинками гасят. Так а кто тебя заломал? ОМОНовцы. И слышно со стороны ЦИПа, кто-то кричит, ИВС 10 человек. И я понимаю то, что нас сейчас будут, блин, очень сильно избивать. В итоге бегом-бегом к первой стенке. 10 человек становятся лицом к стенке, нас начинают кантовать. Где был, что делал, заставляли петь гимн Беларуси. Никто его, разумеется, не знает наизусть. Вот. Я там даже по этому поводу что-то усмехнулся. Ну и сразу же удар в челюсть, и я такой, ну ладно, все, не буду смеяться. 96-го года, ничего, я все слушаю. Вот, абсолютно моя история. Ничего с 96-го года не изменилось. Тоже сквозь строй, те же стенки. Ну, ich wollte, dass dieser Film eine Beobachtung, Dokumentarfilm ist, dass er die Menschen ein Gefühl gibt, da vor Ort zu sein, hautnah das alles zu erleben. Und deswegen fand ich immer, die Musik kann das dazu stören und dieser Fremdkörper in dieser Umstände sein wird. Aber tatsächlich für einen starkeren Prolog
hätte ich eine Musik gebraucht. Und diese Musik, die jetzt im Film ist, ist für mich wie ein Schrei von diesem Volk, von dieser Seele, belarussische Seele. Der schreit nach außen und diese Frauenstimme ist sehr, hat mich sehr berührt. Dieser Musikstück wurde geschrieben extra für eine Theatervorführung, für das Theaterstück von dieser Belarus Free Theater. Das ist eine ukrainisch-kanadische Band. Und als ich das zum ersten Mal in Minsk während der Vorstellung gehört habe, wusste ich schon, dass das wird im Film sein. Ich wusste nicht, wo genau, aber das hat mich so tief betroffen. Und als wir geschnitten haben, ich wollte diesen starken Prolog machen, dass er so wie Schlag an zur Schau kommt, und hat diese Musik total gepasst. Wir hatten eine Musik noch im Film, die uns nicht erlaubt wurde zu nehmen. Das ist ein eigentlich Protestlied, der letztes Jahr in Minsk und Belarus sehr populär war. Aber der Musiker von dieser Musik ist schon längst gestorben und sein Sohn beherrscht die Rechte. Und der ist anscheinend anderer Meinung. Ja, er lebt in Russland, der hat uns keine Rechte erlaubt, für diese Musik zu benutzen. Deswegen musste ich eine andere Musik ersetzen. Eigentlich diese Musik, wo Dennis im Auto fährt und hört mit seiner Frau, das ist Musik von seinem Band.